Freunde, da sind wir zurück zu Oblivion. Ich habe es herausgeschafft, nachdem das Spiel einfach so abgestürzt ist, leider. Wirklich leider. Ich habe den Ausgang gefunden, wollte gerade die Tür reingehen und beim Ladescreen hat das Spiel abgestürzt und ich musste ab dem Punkt... Euch abzulösen. Gut, ich habe Hunger. Exzellent. Ich musste ab da weitermachen, wo ich das erstmal gespeichert hatte, sprich, wo wir die Jungs der Morgenröte überrascht haben. So, ich möchte hier lang, bitte. Ich höre euch zu, Bürger. Cool. Also mein Questlog sagt, wir müssen hier lang. Ist das wahr, liebes Questlog? Nein, müssen wir gar nicht, wir müssen hier hin. Was ist los? Nix. Hau ab. Müssen wir mit Tamara. Nee, wie hieß sie? Oh, hallo. Tamina. Oh, ja. Ja? Ich habe alle Bände. Die heilige Schrift des Kultes der mythischen Morgenröte. Das Buch soll von Merunes Dagon selbst geschrieben worden sein. Falls es tatsächlich existieren sollte, wäre es ein Artefakt von gewaltiger und böser Macht. Müssen schon morgen Röte. Um den geheimen Schrein für Merunes Dagon zu finden, müsst ihr die vier Betten. Diese geheimnisvollen Kulte verstecken ziemlich häufig Botschaften in ihren heiligen Schriften. Ja, wenn potenzielle neue Mitglieder den Schrein finden, haben sie schon die erste Prüfung auf dem Weg zur Erleuchtung bestanden. Ihr habt meine Neugier mit diesem Rätsel geweckt. Ich werde ein wenig darüber nachdenken. Und wenn mir etwas einfällt, lasse ich es euch wissen. Kommt morgen noch einmal vorbei, wenn ich diese Angelegenheit überdacht habe. Manka Kamora. Das mutmaßliche Oberhaupt des Kultes der mythischen Morgenröte. Er hat die berüchtigten Erläuterungen zum Mysterium Xaxis verfasst. Die Erläuterungen entstanden zu Lebzeiten von Tiber Septim, vor über 400 Jahren. Es ist also recht unwahrscheinlich, dass er noch lebt. Doch man kann nie wissen. Okay. Ich lese weiter in den ersten zwei Bänden der Erläuterung. Also warten wir jetzt die 24 Stunden, oder was? Ja. Was sagt denn das Questlog offiziell? Damit ich sollte diese Bücher etwas genauer studieren. Ich? Ich habe doch keine Ahnung davon. Was habe ich? Eure Zerstörungsfähigkeit verbessert, okay? Zerstörungsfähigkeit verbessert und Zerstörungsfähigkeit verbessert. Habe ich. Jetzt warte ich noch 24 Stunden. Und dann gehen wir da wieder rein und fragen sie, ob sie noch was Neues weiß. Ist übrigens gerade Macadamia-Nüsse. Sind die lecker, Freunde. So. Und weißt du was? Bitte fahrt fort. Mythische Morgenröte. Ich habe die ersten beiden Bände bei meinen Freunden aufgetrieben und mich nochmal darin vertieft. Manka Kamoran ist aber auch ein faszinierender Autor. Zweifellos verrückt, aber faszinierend. Ah, aber was noch wichtiger ist, ich glaube, dass die ersten Wörter in jedem Absatz wichtig sein könnten. Vielleicht ist eine Botschaft in ihnen verborgen. Ich werde weiter daran arbeiten. Kommt morgen wieder vorbei, wenn ihr wollt. Vielleicht fällt mir noch etwas anderes ein. Okay. Ich hab so das Gefühl. Die ersten Wörter in jedem Absatz sind der Schlüssel. Ganz bestimmt. Nun ja, ich werde euch nicht länger aufhalten. Lebt wohl. Okay.
Seid geeigneter auf ewig die durch vom nee. Nee. Was ist hiermit? Wer antworten mein Flüstere Iden verzückt, verzeichnet, versklavt. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wir warten nochmal 24 Stunden, mal gucken, ob sie uns da noch irgendwas Cooles sagt. Weil bis jetzt, finde ich, ist das totaler Mumpitz. Ich hoffe, jetzt schreibt keiner in die Kommentare, Berit, du weißt nicht, was ein Abseits ist, du bist so behindert. Nein, mich nicht. Was? Hast du was Neues? Ich glaube, ich habe die verborgene Botschaft in Mangaka Morans Büchern entschlüsselt. Habt ihr den dritten und vierten Band bei euch? Ja. Hervorragend, mal sehen. Ja, die ersten Buchstaben in jedem Absatz, nacheinander gelesen, ergeben eine Botschaft. Schreibt, grüner Kaiserweg, wo der Turm die Mittagssonne berührt. Kennt ihr den grünen Kaiserweg? Die Gärten um den Kaiserpalast. Dort muss am Mittag etwas zu sehen sein. Wie aufregend. Ich hätte gute Lust, selbst zum grünen Kaiserweg zu gehen und mit eigenen Augen zu sehen, was es dort gibt. Gut jetzt, viel Glück. Ich hoffe, ihr findet das, wonach ihr... Okay. Gott sei Dank, hat sie es uns erzählt. Okay, und jetzt gehen wir mal dahin. Okay. Stunden ungefähr, na sagen wir mal 17 Stunden warten. Dann haben wir 12 Uhr mittags oder halb 12 mittags. Mal gucken, was dann passiert. Graf von Pins Kamariel. Und wir haben es jetzt auch schon. Na gut. Gleich haben wir es 12. Ist natürlich jetzt bewölkt, ne? Sonne kommt jetzt nicht so durch. Kartenmarkierung hinzugefügt. Okay. Und was für eine?
Ah, okay. Da. Mhm. Das hier? Das hier. Nee. Ich würde sagen, das hier. Höhle bei Ariussee. Vielleicht noch schnell reisen? Ich habe diesen Ort noch nicht gefunden. Ich würde sagen, das ist er. Aber warum habe ich jetzt keine neue Quest? Grabstein, grün, quasi weg zur Mittagsstunde erschienen. Eine Karte von Zero, die die Position des Schreins war darauf markiert, ich muss zum Schrein gelangen und das Amulett der Könige finden. Okay. Wir probieren das einfach mal, würde ich sagen. Doch, da. Jetzt ist er der Fall. Eben gerade war der Fall noch nicht. Dann machen wir jetzt hierhin eine Schnellreise und machen den Rest zu Fuß. Ist eins von euch mein Pferd? Oder ist das mein Pferd? Hey, du! Wenn ihr ein Pferd kaufen wollt, sprecht drinnen mit Tovas. Ich habe schon ein Pferd, danke. Schönen Tag. Hallo, bist du mein Pferd? Herrlich. Herrlich. Okay, okay. Pferdchen. Brrr, Pferdchen. So, und jetzt Attacke, lauf. Lauf! Lauf! Oh, bist du langsam. Ich muss ja voll die Kehrtwelle machen hier. Boah, reiten ist schon so ein... Uiuiui. Und ach ja. Komisch, dass die Grise erst kurz vor mir aufwachen. Ich habe doch alles auf Maximum gestellt. Nicht aufmachen, erscheinen. Ich habe alles auf Maximum gestellt. Also normalerweise sollte das hier richtig laufen. Na ja, gut. Was soll's. Dass ich auf dem ganzen Weg auch niemanden treffe. Keine Monster und so, beziehungsweise Wölfe, Bären, Säbelzahntiger, Eisgeister. Nix. Oh, guck mal da. Ist das hier der See? Nee. Doch. Hier soll eine Höhle sein. Kann ich hier hoch? Okay, also mein Dings hat gesagt, ich habe sie gefunden. Ja, machen wir mal komplett einlaufen. Da findet man sie schon. So. Danke, Pferdchen. Was ist das hier? Eine Milchdistel. Mutterkrautzweig. So. Hier machen wir direkt mal ein Safe. Wollen wir mal gucken. Ich habe übrigens meine Waffe aufgeladen. Hallo, Freunde. Na? Der Tag bricht an. Ist schon lange dabei. Begrüßt den neuen Tag. Willkommen, mein Bruder. Es ist schon spät, doch der Meister hat noch Arbeit für willige Hände. Ihr dürft den Schrein betreten. Haro bringt euch zum Meister. Er wird euch zum Diener von Fürst Dagon weihen. Säumt nicht. Die Zeit des Wartens ist fast vorüber. Die Zeit der Reinigung ist nahe. Ich verstehe. Ich finde das Versteck hier ziemlich schlecht. Ich meine, wenn jemand zum See baden gehen will, dann wird er doch automatisch diese Höhle hier finden. Und dann wird er reingehen und gucken, was passiert. Haro wartet dort drinnen. Ihr solltet nicht mehr länger warten. Na gut. Mit der Tür steht ja dann hier kleine Kinder ermorden, oder was? Ich bin Haro, Wächter des Schreins von Dagon.
Ihr seid dem Pfad der Morgenröte gefolgt, den der Meister Mankar Kamoran in seinen Schriften verborgen hat. Damit habt ihr euch euren Platz unter den Auserwählten verdient. Ihr kommt gelegen. Ihr habt vielleicht die Ehre, durch den Meister selbst in den Orden aufgenommen zu werden. Als Mitglied des Ordens der mythischen Morgenröte erhaltet ihr dank der Großzügigkeit des Meisters alles, was ihr braucht. Gebt mir eure Habe und legt diese Robe der Novizen an. Nein. Was? Ich muss euch warnen. Niemand, der sich nicht in die Dienste Fürst Dagons stellt, verlässt diesen Ort. Aber ich bin sicher, dass ihr euch das noch einmal überlegen werdet. Ihr habt euch als würdig und geeignet erwiesen, indem ihr so weit gekommen seid. Ich fordere euch ein letztes Mal auf. Gebt mir eure Habe. Der Meister verlangt das von allen Novizen. Na gut, hier. Sehr gut. Folgt mir, ich bringe euch zum Schrein. Ich bin aber ein Mann. Ich weiß nicht, warum er Herren sagt, wegen meinen langen Haaren und meinen Zöpfchen. Aber ich habe doch einen Bart. Und ich bin eine sehr männliche Frau. Kommt, eure Weihe. Okay. Ich glaube, er hat es gemerkt. Und ich habe trotzdem keine Waffe. Okay. Ihr dreckiger kleiner Dieb. Ihr wagt es, mich anzufassen? Grüßet den neuen Tag, Bruder. Ihr hinterlistiger kleiner Dieb. Ihr wagt es, mich zu berauben? Horror hat euch bereits ertappt. Ich will meine Waffen wieder haben. Dieb, damit kommt ihr mir nicht davon. Warum nicht? Wie kann ich euch dienen, Bruder? Lobet ihn. Die Zeit der Reinigung ist da. Mist. Taschendieb, Taschendieb, passt auf eure Geldbeutel auf. Aber ich habe mein Schwert wieder, jetzt hau ich deine rein, Junge. Psst, der Meister spricht. Okay. Lobet ihn. Der Drachenthron ist unbesetzt und das Amulett der Könige ist unser. Eure Brüder und Schwestern seien gepriesen. Prächtig soll ihre Belohnung im Paradies sein. Ich spreche aber nochmal. Die mögen mich ja hier alle. Gib mir deine Birne. Lobet ihn! Hier doch einer, kommt schnell! Gib mir deine Kartoffel. Sieht aus, hört als nun die Worte. Gib mir deinen Mais. Oh, danke! Damit kommt ihr mir nicht davon. Ungläubiger. Au! Au, 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 au! Ich fürchte den Tod nicht. Ich fürchte den Tod nicht. Okay. Die Zeit der Reinigung ist nah. Aber das wollte ich gar nicht. Oh. Cool. Aber das wollte ich nicht. Ich höre mir mal an, was er zu sagen hat. Lobet ihn! Höret nun die Worte von Fürst Dagon.
Wenn ich wieder auf Erden bin, werden die Gläubigen unter euch ihre Belohnung erhalten. Sie werden für immer über allen Sterblichen stehen. Für Fürst Dagon! Der Morgen bricht an. Fürst Dagon erwartet eure Seele in Oblivion. Der Morgen bricht an. Okay. Fürst Dagon erwartet eure Seele in Oblivion. Okay. Das war also auch nicht gut. Das machen wir auch nicht nochmal. Aber wie wir es richtig machen, erfahrt ihr in der nächsten Folge, Freunde. Wir sehen uns dann. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss.